Jahrzehntelang war sie in der Partei Die Linke, jetzt geht Sarah Wagenknecht ihren eigenen Weg. Man habe sich zur Gründung einer neuen Partei entschieden, sagte Wagenknecht am Montag in Berlin. Sie sei überzeugt, so wie es im Land laufe, dürfe es nicht weitergehen. In Vorbereitung zur Parteigründung wurde ein Verein ins Leben gerufen. Die Entscheidung für die Partei sei gefallen, sagte auch die bisherige Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohammed Ali. Es sei der Zeitpunkt gekommen, die Linke zu verlassen, fügte sie hinzu. Zugleich kündigte sie an, Wagenknecht und ihre Unterstützer seien im Bundestag bereit, in der Linksfraktion zu verbleiben. INSA-Umfrage für Bild am Sonntag zufolge könnten sich 27% der Befragten vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Die linke Parteispitze will gegen die Wagenknecht-Mitstreiter Parteiausschussverfahren einleiten. Frau Löhr. Genau, Julia Löhr von der FAZ hier vorne. Genau. Zur Wirtschaftspolitik würde mich interessieren. Sie und Herr Suikert setzen sich ja für eine Vermögenssteuer und für eine höhere Erbschaftssteuer ein. Jetzt haben Sie gerade intensiv betont, dass Sie für den Mittelstand sind, die genau sowas ja kategorisch ablehnen. Also wie passt das zusammen? Und könnten Sie auch in der Energiepolitik mal kurz skizzieren, wie die aussehen würde? Also würden Sie dann die Atomkraft nutzen? Würden Sie wieder russisches Gas nutzen? Soll ich oder? Kann ich vielleicht anfangen? Also zunächst mal, es geht nicht um eine Vermögenssteuer, die den Mittelstand belastet, sondern es geht um diejenigen, die hunderte Millionen oder sogar Milliarden besitzen, vielfach ererbt. Wir sind der Meinung, dass das wirklich mit einer Leistungsgesellschaft nicht vereinbar ist, dass sich Vermögen immer mehr in ganz wenigen Händen konzentriert. Und das ist natürlich auch mit politischer Macht verbunden. Die Bundesrepublik war früher ein Land, in dem die Ungleichheit bei weitem geringer war. Und deswegen muss man auch darüber nachdenken, wie man steuerlich da entgegenwirken kann, wie man steuerlich hier auch Dinge setzen kann. Völlig klar ist also weder das normale Häuschen einer Mittelschicht, und natürlich hat das im Raum München oder Stuttgart durchaus Werte von oberhalb einer Million, aber das werden wir nicht besteuern. Es geht um die sehr, sehr großen, hunderte Millionen oder milliardenschweren Großvermögen. Da ist unseres Erachtens schon ein Problem, dass vielfach Menschen mit in dieser Größenordnung weniger Steuern sogar zahlen als mancher Arbeitnehmer, wenn man alles zusammenzählt, was ihm vom Bruttoeinkommen abgezogen wird. Ralf, möchtest du noch ergänzen? Ja, also wer die Position von mir bei TaxMeNow verfolgt hat, der hat immer mitbekommen, dass es mir natürlich nicht darum geht, den Mittelstand jetzt zusätzlich zu belasten, sondern wie es Frau Wagenknecht schon ausgeführt hat, über entsprechende Freibeträge dafür zu sorgen, dass wir dort auch zu fairen Wettbewerbsbedingungen beispielsweise auch für den Mittelstand kommen, weil wir gerade im Wettbewerb zu den Großkonzernen hier auch sehr unfaire steuerliche Konstellationen haben. Das heißt auch und gerade die Besteuerung von Konzernen und das Reduzieren von Steuersparmodellen sind ja auch Maßnahmen, die letztendlich dem Mittelstand am Ende wieder zugutekommen. Und Energiepolitik? Ja, wir müssen dringend dafür sorgen, dass Deutschland wieder preiswertere Energie hat, dass unsere Energiepreise mindestens auf dem Level sind wie der anderer europäischer Länder oder der USA, weil mit diesen Ländern konkurrieren ja unsere Unternehmen. Und ich frage mich, wieso andere Länder beispielsweise überhaupt kein Problem damit haben, russisches Öl oder Gas zu importieren. Deutschland das übrigens auch tut, aber Deutschland tut es zurzeit auf besonders dumme und besonders teure und besonders umweltschädliche Weise. Wir holen nämlich das Öl über Indien und wir holen das Gas als Flüssiggas über Belgien. Es wäre naheliegender, die Pipelines zu nutzen, dann wäre es nämlich sehr viel preiswerter. Perspektivisch wollen wir natürlich eine Wirtschaft, die von fossilen Energieträgern wegkommt. Da gibt es viele Technologien. Das ist jetzt auch das, was ich vorhin sagte, Zukunftstechnologien. Deswegen brauchen wir sie, um eine Wirtschaft auch wirklich aufzustellen, so dass sie eben die Energiebedürfnisse einer modernen Volkswirtschaft tatsächlich erfüllen kann. Das kann sie aktuell nicht allein mit Sonne und Wind. Dafür scheint die Sonne zu wenig in Deutschland und der Wind weht zu selten oder weht nicht immer. Also hier braucht es neue Technologien, aber das ist Zukunft. Wir brauchen jetzt preiswerte Energie, sonst verlieren wir jetzt unsere Industrie. Ja, vielen Dank. Nick Alipur von Euraktiv. Frau Wagenknecht, Sie haben gesagt, dass Sie bei der Europawahl dann auch antreten werden. Wie müsste Ihrer Meinung nach die EU reformiert werden? Und mit wem sprechen Sie dann in der Hinsicht bezüglich der Fraktionszugehörigkeit im Europaparlament?
denke, wenn man über Europa, deswegen trotzdem zwei Sätze dazu, wenn man den Zustand von Europa heute sieht, dann ist er natürlich ein relativ trauriger. Und der hat auch wirtschaftlich, auch für Deutschland natürlich sehr negative Konsequenzen, weil man einfach, Europa wird zerrieben. Wenn Europa sich nicht stärker zu einer eigenständigen Politik entschließt, einer souveränen Politik auch gegenüber den Vereinigten Staaten, wird es in dieser Konfrontation USA-China zerrieben. Das heißt, wir wollen schon, dass Europa miteinander kooperiert, dass wir auch gemeinsam auch wirtschaftlich zusammenarbeiten. Aber wir sind nicht der Meinung, das kann ich schon sagen, dass immer mehr Machtbefugnisse an die EU-Kommission verlagert werden sollen. Die EU-Kommission ist nah an den Konzernlobbyisten und sehr weit weg von den Bürgern. Und wir wünschen uns natürlich, dass im Interesse der Demokratie auch wieder mehr in den einzelnen Ländern entschieden wird. Das wird am Ende unseres Erachtens der Zusammenarbeit in Europa sogar gut tun und auch wirklich eine neue Idee von Europa, also nicht Machtzentralisierung und Brüssel, sondern eher ein Zusammenwachsen. Das Brüsseler Europa hat eher die Konsequenz, dass sich viele Menschen ja davon auch abwenden. In vielen. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Frau Wagenknecht, ich würde es ganz gerne verstehen. Bei dem, was Sie eben gesagt haben zum Thema Europa, auf der einen Seite wünschten Sie sich eine europäische Lösung, auf der anderen Seite haben Sie an dem Papier geschrieben, dass Sie sich ein Europa der souveränen Demokratien wünschen. Ich verstehe das noch nicht so richtig. Wollen Sie eine Reform der EU-Verträge oder was streben Sie an? Streben Sie an, über die Europawahl dort entsprechend Einfluss nehmen zu können? Wäre gut, es verstehen zu können. Ich möchte eine gute europäische Kooperation. Und die Kooperation läuft über die Regierungen der Länder und nicht über die EU-Kommission. Also wir sehen doch, dass das, was von der EU-Kommission kommt, vielfach in Europa wenig Akzeptanz genießt, vielfach auch wirklich für die einzelnen Länder sehr negativ ist. Auch für die Wirtschaft, also auch viele Regeln, die aus Europa kommen, da schlagen die Unternehmen auch hier in Deutschland die Hände über den Kopf zusammen, weil es ihnen nur das Leben schwer macht. Also wir brauchen nicht mehr Macht für die Brüsseler Kommission, sondern wir brauchen eine Koordination in Europa zwischen den Regierungen. Wir brauchen. Ich habe überhaupt noch nicht gesagt, wofür ich kandidiere oder wofür ich nicht kandidiere. Wir werden als Partei selbstverständlich für das Europaparlament kandidieren, aber man muss ja nicht deswegen für eine Zentralisierung von Machtbefugnissen in Brüssel sein, wenn man bei der Europawahl antritt. Also das finde ich jetzt eine etwas merkwürdige Interpretation. Man kann Nieder von web.de. Mich würde interessieren, Fachkräftemangel, da haben Sie gesprochen, Gründe wegen schlechter Bildung. Wie sieht es denn aus mit Zuwanderung und genau auch noch vielleicht wegen ungeregelter Zuwanderung? Wollen Sie da eine Obergrenze? Also ich finde, man darf die zwei Themen nicht vermischen. Also was wir zurzeit an Zuwanderung haben, läuft ja überwiegend unter dem Label Asylrecht, hat aber in zu großen Teilen mit Asylanspruch wenig zu tun. Und ich finde, dass diese unkontrollierte Zuwanderung, da sind wir auch einer Meinung, auf jeden Fall gestoppt werden muss, weil sie unser Land völlig überfordert. Sie überfordert die Kommunen, sie erfordert die Städte und Gemeinden. Wir haben in Deutschland aktuell einen Mangel von 700.000 Wohnungen, die fehlen. Wir haben Zehntausende Lehrer- und Kita-Plätze zu wenig. In einer solchen Situation auch noch eine enorme Zuwanderung zuzulassen, ist unverantwortlich. Es kann doch nicht sein, dass mittlerweile über 2 Millionen junge Menschen keine Ausbildung haben in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass die Regierung die Mittel für die Qualifizierung von Arbeitslosen weitgehend streicht und dann wird gesagt, wir brauchen aber jetzt ganz viel Zuwanderung, weil wir haben einen Fachkräftemangel. Also wir müssen doch erstmal gucken, dass die Menschen, die hier leben, vielfach sind das ja auch junge Menschen aus Einwandererfamilien, aber dass wir die Menschen, die hier sind, die hier leben, die hier geboren sind, dass wir die so qualifizieren, dass sie auch eine Chance für ihr Leben haben. Also es geht ja nicht nur, es geht auch darum, dass die Firmen Fachkräfte finden, aber es geht ja auch darum, dass junge Menschen eine Perspektive haben. Und Deutschland ist eines der Länder, wo gerade die Frage des Elternhauses viel mehr über die Chancen der Kinder aussagt als in vielen anderen Ländern. Also wer arme Eltern hat, ist sehr wahrscheinlich selber arm, weil er schon mal von vornherein schlechte Bildung hat. Ich finde, das darf auf keinen Fall so bleiben. Selbstverständlich hat Israel das Recht, gegen diese brutalen Angriffe der Hamas sich zu verteidigen. Und auch dieser Konflikt hat natürlich eine Vorgeschichte. Gaza ist ein Freiluftgefängnis seit vielen Jahren. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass auch die Interessen der Palästinenser angemessen berücksichtigt werden, wenn in der Region Frieden einkehren soll. Aber